Tinnitus, der Nervtöter. Hallo, mein Name ist Bettina Baumann und ja, der Tinnitus ist inzwischen weit verbreitet. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen zu diesem Thema, eine Sequenz zu machen, und hier ist sie. Das Problem beim Tinnitus ist, er ist keine Ursache. Er ist ein Symptom. Ursache ist Stress, der aus Arbeitsüberlastung, aus Zeitdruck, aus Lärm, zu wenig Erholungsphasen dazwischen, aber auch aus Ängsten, Verstimmungen, aus der Trauer heraus und aus einer Entspannungsunfähigkeit, die sich irgendwann aus dem Ganzen eingestellt hat. Und deshalb können wir jetzt nicht einfach sagen, ich lasse den Tinnitus los. Dann hätten Sie vielleicht mal für eine kurze Weile einen geringeren Geräuschpegel. Aber wir haben die Ursache hier nicht erfasst. Und es ist auch so, ich habe selbst vor, ich glaube, 5, 6 Jahren einen Tinnitus entwickelt, mit dem ich inzwischen gut zur Rande komme. Er ist nicht zu 100% weg, aber ich toleriere das auch. Und deshalb werde ich Sie durch diese Sequenz führen, wie Sie es vielleicht nicht erahnen. Lassen Sie sich überraschen. Oder lassen Sie einfach mal zu, welche Punkte ich da benenne, weil ich bin mir sicher, dass die Punkte bei Ihnen so vorhanden sind. Tun Sie jetzt etwas, was Sie sonst strikt vermeiden. Viele, die einen Tinnitus haben, die lassen das Radio laufen ungefähr so laut, dass der Tinnitus übertönt wird. Wir machen jetzt das ganze Gegenteil. Lassen Sie jetzt das Geräusch mal zu und lauschen Sie da mal rein. Wo ist mein Tinnitus? Ist er auf dem linken Ohr, auf dem rechten Ohr oder in beiden Ohren? Ist er auf einer Seite vielleicht stärker als auf der anderen? In welcher Frequenz, das heißt die Höhe, welchen Ton, wie hoch nehmen Sie den wahr? Ist es ein Pfeifen, eine hohe Frequenz oder eher eine niedrige, ein Brummen? Lauschen Sie da mal rein und in welcher Lautstärke das jetzt in diesem Moment gerade da ist, und versuchen Sie diese Lautstärke oder die Penetranz mal zu messen zwischen 0 und 10. 0 wäre gar nichts und 10 wäre ein Maximum. Und da schauen Sie mal bitte, eine Zahl zu finden, die Sie sich bitte merken, dass Sie das im Ende eben abgleichen können. Ich setze noch 2 Minuten Entspannung am Ende an. Machen Sie die mit, das macht Sinn, auch wenn ich es Ihnen jetzt nicht lang erklären möchte, das nimmt so viel Zeit weg. Es macht Sinn, sonst würde ich es nicht machen. Wir beginnen wie immer an der Handkante. Wir nehmen die Punkte über dem Auge, neben dem Auge, unter dem Auge und den Punkt unter Ihrem Schlüsselbein. Die Meridiane verlaufen parallel, das heißt, Sie können auch die Punkte auf der anderen Seite klopfen, wenn es sich für Sie bequemer anfühlt. Wir beginnen an der Handkante und wir gehen auf einmal dann durch gleich. Ne? Sie klopfen und sprechen mir bitte nach. Der Tinnitus, der macht mich wahnsinnig. Der Tinnitus raubt mir die Ruhe. Der raubt mir jegliche Stille. Oft habe ich Probleme, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich bin trotzdem okay. Und ich sorge jetzt für einen stressfreien Körper, für ein stressfreies System, mental und körperlich. Der Tinnitus, ich kämpfe gegen ihn und ich verliere jedes Mal.
ich bin trotzdem vollkommen okay und ich sorge jetzt für ein stressfreies System, für Ruhe und Stille in meinem Kopf und in meinen Ohren. Drücken Sie das Handgelenk und atmen Sie tief ein und aus. Wir beginnen oben über dem Auge. Der Tinnitus macht mich verrückt. Neben dem Auge, manchmal denke ich, ich drehe gleich durch. Unter dem Auge, das Pfeifen, Brummen, Klingeln, wenn nicht gleich Ruhe ist, flippe ich aus. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse das alles los. Mit diesen Gedanken befeuere ich das Geräusch. Deshalb lasse ich es los und gehen. Ruhe, Stille und Frieden in meinem Ohr und in meinem gesamten Körper. Über dem Auge. Das Geräusch im Ohr macht mich nervös und unruhig. Neben dem Auge. Oft macht es mich hysterisch. Unter dem Auge. Ich könnte aus der Haut fahren. Ich bin fix und fertig. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse das alles los. Ich lasse es gehen. Damit füttere ich die Bestie mit ihrer Lieblingsspeise. Deshalb lasse ich diese Gedanken und Gefühle jetzt los und gehen. Ich lasse den Druck los, die nervliche und körperliche Anspannung. Ruhe, Stille und Frieden in meinen Ohren und in meinem gesamten Körper. Über dem Auge. Ich kämpfe gegen dieses Geräusch und ich bin schon sehr müde. Neben dem Auge. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen und ich bin verzweifelt. Unter dem Auge. In diesem Kampf gibt es keinen Sieger und ich stehe vor der Resignation. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse das alles los. Ich lasse es gehen. In Mitgefühl mit mir selbst lasse ich den Druck und die Gereiztheit aus meinem Kopf, aus meinen Ohren und aus meinem ganzen System. Über dem Auge nochmal. Ich habe gelernt, dass man im Leben immer kämpfen muss. Neben dem Auge. Und ich habe gelernt, dass es immer einen Sieger und immer einen Verlierer gibt. Unter dem Auge. Und der Verlierer hat immer verloren. Für immer und ewig verloren. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse die alten Programme jetzt los und gehen, die mich in diese alten Muster pressen und mir immer mehr Druck machen, als hätte ich nicht schon genug Druck und Stress. Ich lasse es los und gehen und schaffe Platz für neue, für mich brauchbare und dienliche Überzeugungen, weil es in mir Frieden schafft, den ich und mein Ohr dringend brauche. Über dem Auge. Frieden und Freiheit in meinem Kopf, in meinen Ohren. Neben dem Auge. Einvernehmlich Frieden schließen. Mit dem Geräusch und auch mal lauschen. Unter dem Auge, was es mir zu sagen hat. Ich lausche friedvoll. Ich lausche ohne Angst und Wut.
Schlüsselbeulenpunkt. Ich akzeptiere und ich verhandle. Ich schließe einen Friedensvertrag mit dem hässlichen Tinnitus. Ich handle einen Waffenstillstand aus. Schließe Frieden mit dem Feind in mir, der kein Feind ist, sondern eher ein Überbringer von Nachrichten. Stressfrei, friedlich, still, ohne Kampf. Stille und Frieden in meinem Kopf, in meinen Ohren, druckfrei, stressfrei. Handgelenk drücken tief ein und aus. Jetzt lauschen Sie mal in Ihr Geräusch. Nehmen Sie die Zahl, die Sie vorhin sich ausgesucht oder skaliert haben. Hat sich der Ton verändert? Hat sich die Zahl verändert? Ist sie deutlich gesunken oder nur wenig gesunken? Machen wir noch eine kurze Runde, einfach mit Stress und Druck, weil das ist die Ursache. Über dem Auge. Ich bin voller Stress und voller Druck. Neben dem Auge, ich nehme es oft nicht wahr. Unter dem Auge, weil ich funktioniere wie eine Maschine. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse die Nichtwahrnehmung für das, was mich so stark unter Druck und Stress setzt, jetzt los und gehen. Ich gehe in Achtsamkeit. Ich spüre nach, wann der Punkt überschritten ist und dass zu viel da ist. Über dem Auge, dass zu viel an Aufgaben neben dem Auge, dass zu viel an Verantwortung unter dem Auge, dass zu viel an Tun, vielleicht für andere statt für mich. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse das zu viel los. Aus meinem Kopf, aus meinem Ohr, weil es mir sehr gut tut und mir den Frieden bringt, den ich brauche. Über dem Auge nochmal. Druck und Stress machen diesen Ton neben dem Auge, unter dem ich so leide. Unter dem Auge, mein Leben ist anders, seitdem dieses Geräusch da ist. Schlüsselbeinpunkt, ich lasse Druck und Stress los. Das zu viel leisten. Das zu viel grübeln, das zu viel traurig sein. Über dem Auge, alles was auf diesem Geräusch liegt, neben dem Auge, ich weiß es gar nicht, ich kann das nicht alles benennen, unter dem Auge, aber es ist egal, es ist auch nicht so wichtig. Schlüsselbeinpunkt, aber ich lasse es los. Und ich lasse es gehen für Ruhe und Frieden in meinem System und in meinem Ohr. Handgelenk drücken tief ein und aus. Lauschen Sie noch mal kurz. Versuchen Sie neu zu skalieren. Hat sich der Ton noch mal verändert? Lassen Sie die Augen jetzt für einen Moment geschlossen und spüren Sie einfach mal rein. Vielleicht finden Sie eine Vorstellung in Ihrem Kopf, eine
Form für den Ton. Vielleicht ist es wie eine Reizleitung oder eine Frequenzanzeige, die sich in Wellen durch ihren Kopf zieht. Und diese Wellen haben vielleicht eine hektische, eine grelle, schrille Farbe und einen hohen Ausschlag. Spüren Sie in Ihrem Körper, in Ihrem Kopf, dort, wo es gerade etwas ruhiger ist, und stellen Sie sich diesen Wellenausschlag vor und geben Sie dieser Vorstellung eine neue Farbe, eine schöne, harmonische, die gerade kommt. Und sehen Sie, wie sich der Ausschlag verringert, die Wellen kleiner, kürzer und vielleicht sogar auslaufen. Atmen Sie in diese Vorstellung tief ein und wieder aus. Und spüren Sie jetzt mal nach. Lauschen Sie nach. Sie können diese Sequenz jederzeit wiederholen. Wenn Sie das Gefühl haben, das tut mir gut, dann bauen Sie das die nächste Zeit ein. EFT ist eine wunderbare Sache, aber nicht die Wunderheilung der einmaligen Anwendung. Wenn Sie diesem Thema folgen, können Sie Ihren Tinnitus auf jeden Fall deutlich verringern. Werden Sie achtsamer für das, was wirklich in Ihnen Stress auslöst. Es ist oft nicht nur die Arbeit, sondern oft auch eine schwierige Ehe, eine schwierige Beziehung, ein schwieriges Kind, ein alter Elternteil, der versorgt werden muss, der einem den letzten Nerv raubt. Ja? Das ist die Wahrheit. Schauen Sie dahin, versuchen Sie da für sich bessere Lösungen zu finden und suchen Sie Entspannung, wo Sie sie nur finden können. Auf meiner Webseite habe ich viele Entspannungen. YouTube ist voll von Entspannungsangeboten. Sie müssen dafür kein Geld ausgeben, aber sich die Zeit nehmen, um das zu tun. Ich wünsche Ihnen und dem Geräusch im Ohr, ja, dass Sie dem immer besser Herr werden, dass der Kopf immer ruhiger, der Ton immer ruhiger wird und Sie an einem bestimmten Punkt irgendwann erkennen, dass der Ton dann aufflammt, wenn gerade wieder mal ein Limit erreicht ist. Der Tinnitus kann ein Botschafter sein für Limits, also wenn Sie gerade wieder dabei sind, sich über Ihre Kräfte hinaus zu verausgaben, über Ihre Ressourcen, eigentlich schon auf Kredit leben. Der Tinnitus kann Ihnen genau solche Momente auch anzeigen. Aber bringen Sie ihn zuerst mal runter, dann haben Sie auch das Gefühl, ich kann da wirklich was tun, ich bin dem nicht so ausgeliefert, wie ich das bis jetzt vermutet habe. Viel Erfolg, wünsche Ihnen alles Gute, bis zu einem nächsten Mal. Tschüss!